Ich dachte ja, bis mir etwas einfällt. Und Tatsache ist mir jetzt etwas eingefallen. Und zwar habe ich mir einfach meine eigenen Let's Plays nochmal angeguckt. Und mir ist beim Durchschauen einfach aufgefallen, dass ich einfach viel zu hektisch bin. Und zwar gibt es an bestimmten Dingen auf der Insel oder auf der dem ganzen Spiel hier immer wieder kleine Pixel-Dinger oder so, die ich dann halt übersehe. Ast, das Ding. Der ist ja auch total gut zu sehen. Also, und genau deshalb, weil ich halt mit dem Cursor sonst immer, okay, See, Baum, Boote. So, und die Sachen, genau wie am Anfang mit dem Bärenkopf, den ich ja auch erstmal den ich nicht so viel Beachtung geschenkt habe, den wir aber brauchten. Ein Ast, wie aufregend. Weil da halt der Schlüssel für die Truhe drin war. Als Zahnstocher ist der zu groß. Ja. So übersehe ich halt auch gerne mal solche Dinge hier. So, nun können wir nämlich... Einen Moment. Wo ist der Ast? Kombinieren mit... Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. So, jetzt haben wir einen Kescher schon mal gebaut. Prima. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Anscheinend. Und das kann man alles. Den habe ich ganz alleine gefangen. Manchmal überrasche ich mich selbst. Prima. Ich hasse Überraschungen. Oh, ja, jetzt komm, jetzt hast du was Tolles gemacht. Jetzt. Nein, den habe ich nicht für mich gefangen. Soll Bobby ruhig gegen die Salmonellen kämpfen. Okay, dann nehmen wir den Fisch und geben ihn dem. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Sharna gehört? Sharna, da läutet etwas. Nein, Sharna, das klingt... Ja, fangen wir um. Wie der Name einer Hexe, das ist nicht diese Krankheit, bei der man... Sharna, da läutet etwas, aber sag du zuerst. Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Sag mal, wegen dieser Sharna. Ja. Was ist mit ihr? Was willst du denn von Sharna? Was willst du denn von Sharna? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Sharna Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Ein Orakel kann sie auch Träume deuten. Das wäre ja wichtig für den Cedric, der mit seinen super tollen Träumen, die der da momentan hat. Was wir ja aus dem Intro kennen. Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich! Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Wo kann man die denn finden? Weil das ist ja jetzt wichtig, das ist ja jetzt die nächste Priorität im Endeffekt. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau,
Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja, und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Auf jeden Fall, dann haben wir nämlich direkt wieder ein paar neue Locations, wo wir hingehen können. Ich denke mal hier den Boten werden wir dann nicht mitnehmen, sondern das wird dann so eine Solo-Action wieder werden. Aber das ist ja okay, das ist ja schließlich Sinn und Zweck des Spiels hier auch. Wo finde ich Shana noch gleich? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Nähe in einer Hütte wohnen soll. Aber alles, was es hier zu geben scheint, ist Wald, Wald und nochmals Wald. Die einzige Ausnahme scheinen diese Ruinen im Westen zu sein. Und vielleicht schaust du dich auch noch einmal bei der Höhle im Osten oder bei dem hohen Baum im Süden um. Ich hab dir alles auf deiner Karte eingezeichnet. Ja, prima. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Nix. Jetzt wollen wir eigentlich schnell... Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Ja, mach ich. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Der Zirkus, die Höhle, Baumruinen. Der Baum ist nicht so weit weg, aber machen wir erstmal das, was am weitesten entfernt ist. Höhle. Sieht aber echt finster aus. Gibt's hier irgendwas, ein Totem? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein. Wohl eher eine Opferstelle. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ach, Junge. Ich habe es mir zur Regel gemacht, ja, es reicht okay. schon... Ja. Was gibt's hier denn noch? Da können wir tiefer reingehen. So, wie gesagt, jetzt mit dem Cursor immer mal langsamer fungieren hier. Weil ich doch dazu neige, alles ziemlich schnell abzugrasen immer. Ist das der gleiche Totem auch? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Höhle rein und schauen doch mal, ob uns da nicht direkt ein Monster entgegenspringt oder sowas. Ein riesiges Spinnennetz. Ich freue mich jetzt schon, ey. Was ist das? Ein Pupspilz. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay. Noch ein Pilz. Das Spinnennetz ist okay. Pilz, Spinnennetz. Okay, anscheinend ist das Spinnennetz das Einzige, was wir da noch haben. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht Telefon. Mehr darüber reden. So, zurück nochmal. Schnell die später einfach raus. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne.
Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein. Aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Der will irgendwie wirklich immer alles essen, oder? Können wir das mitnehmen? Vielleicht können wir da Seide draus machen? Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Okay, dann können wir vielleicht irgendein Gimmick, ein Item oder was darauf verwenden. Was haben wir denn da? Eine Gräte? Ach, vom Fisch noch? Bobby muss einen ziemlichen Hunger gehabt haben. Nochmal gucken. Dann nein, da hat Bobby schon dran rumgenagt. Mit der Geräte, ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Okay. Oh, die Bärenkralle, die können wir bestimmt benutzen, um damit das Spinne mal zu... sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Okay, also am Anfang hat man noch gesagt, dass Bärenkralle echt stark ist, um irgendwas damit... Nee. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Mit den Zähnen vom Opa. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwas finden müssen noch, um da dann durchzukommen. Ein Korken, Schwachsinn, den Kescher. Ja, nee, komm, die wird auch nicht gehen, oder? Ich habe auch ein Netz. Und auf die Größe kommt es auch nicht immer an. Ja, okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal woanders noch was finden, womit wir dann hier durchkommen. Vielleicht ist unsere Wahrsagerin ja dahinter. Wer weiß das schon? Also könnte ich mir jetzt vorstellen einfach, dass die Spinnenlady ist. Oh, eine Schüssel. Seht doch mal, das Ding habe ich gerade eben zum Beispiel wieder übersehen. Schüssel. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Da spuck ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Kann ich die mitnehmen? Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Kann ich da was reinlegen? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Okay. Ja, dann gehen wir halt doch nochmal wieder. Aber sowas hast du schon gemacht, Cedric? Satanist? Schwein? So, was gibt's denn hier alles? Ein friedliches Bächlein. Alter Baum. Baum. Da glänzt irgendwas. Harz. Oh. Harz 4 ist auch am Start. Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Nein. Seit Opas letztem Harzer Leberkäse habe ich erst einmal genug von Harz. Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an. Nein. Nehmen wir es mit? Geht das? Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Probieren wir halt jetzt mal die Gräte zu benutzen, um das abzukratzen. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Ah, okay. Gut. Haben wir denn irgendwas? Ja, die Truhe. Da. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Ah, okay, gut. Dann, ja, kann man hier sonst noch irgendwas? Also vielleicht kann ich die Bärenkralle dann benutzen, um das abzumachen wenigstens schon mal. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendetwas, womit man was anfangen kann? Der Baum. Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen. Und er ist genauso holzig. Sollen wir den ganzen Baum mitnehmen? Wir reißen ihn raus. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Okay, gut.
Okay, aber sonst ist hier nichts, oder? Warum? Nö. Gut, dann müssen wir jetzt ein Gefäß finden, womit wir halt dann den... das Harz von dem Baum abkriegen. Boah, pff. Also gerade ist so ein bisschen schwerfällig. Hier ist aber... Hier ist schön. Hier ist schön, also wirklich. Also hier gefällt es mir. Ist da auch so ein bisschen mit Spinnenweben behangen und alles so ein bisschen veraltet anscheinend. Statue, Zunge, Schildkröte. 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 Ja, ja, ist ja gut. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Schildkröten sind stumm, irgendwie sympathisch. Jetzt habe ich die beiden kleinen Statuen mitgenommen. Ja, prima. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht: In Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Ja. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken. Aber das wäre unter meiner Würde. Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Okay. Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe oder schlechte Bildhauer. Ich gehe mal einfach vom Ersten aus. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge... Aber das wäre... Ja, ist okay. Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Dann nehmen wir halt die Beerenkralle... Und machen das Moos. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Warum? Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Ja, ein feuchtes Tuch haben wir ja. Also das geht ja. Haben wir ja den Opa-Schnief. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Was haben wir denn... Nein, Moment. Was haben wir denn... Was haben wir denn da? Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Was könnten wir denn da reinstecken? Was hat denn die Statue noch so an sich, um sich? Statue, Zunge, Loch. Irgendwas ins Loch stecken, vielleicht die Gräte vielleicht? Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Vielleicht dann die Schildkröte, die wir gerade aufgehoben haben? Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Eine Art Schlüssel. Was gibt's denn hier noch? Da, Busch. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Hallo, Shana?